Muss ich dich angucken oder nach rein? Ja. Am besten immer, wenn du in die Linse guckst. Servus und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch wieder was anderes. Ja, wir sind nicht auf der Baustelle, sondern wir sind bei mir zu Hause im Garten. Und der Garten wurde komplett neu angelegt. Ich habe da auch schon Videos gepostet. Schaut da gerne auf meinem Kanal vorbei, wenn ihr die sehen wollt. Aber heute wollen wir die Gartenbewässerung neu machen. Ja, ich bin auch ein Freund davon, das Ganze smart zu gestalten, dass man das von der Handy-App steuern kann. Und dazu habe ich einen absoluten Experten heute. Neben mir stehen, das ist der Nathan. Nathan, herzlich willkommen. Danke. Danke. Und wir machen das Ganze heute und wir zeigen euch, wie das Ganze geht. Viel Spaß bei dem Video. Nathan, ganz kurz, was haben wir heute alles vor? Vielleicht so ganz kurz. Wir haben im Prinzip zwei große Sachen vor. Mhm. Es ist zum einen, passen bei dir die Regner noch nicht. Mhm. Das heißt, die Regner waren entweder zu weit von der Rasenfläche weg oder sie waren in der Rasenfläche und die werden wir halt heute einfach von der Position ein bisschen anpassen. Ja. Und den Regnertyp ändern. Das ist die erste große Baustelle und die zweite ist, wir werden heute eine smarte Steuerung einbauen. Okay. Ja, wir haben beim letzten Mal schon ein paar von den Regnern ausgetauscht, die waren schon, ich weiß nicht wie alt, um die 20 Jahre alt. Alte Getrieberegner. Genau, und die konnte man nicht so genau einstellen. Die sind mir teilweise an die Holzfassade, sind die mir gespritzt oder hinten auf die WPC-Dielen, das wollte ich nicht mehr. Ja, hatten auch einfach keine gute Abdeckung auf dem Rasen, was ganz entscheidend ist für einen guten Regner. Genau, da gibt es jetzt was Besseres, aber das zeigen wir euch gleich. So, und jetzt zeigen wir euch, wo hier Regner sitzen, was wir beim letzten Mal schon verändert haben und was wir gleich ändern. So, haben wir hier 6 Regner installiert. Nathan, vielleicht erklärst du kurz, worauf man achten sollte und was hier falsch war. Also, was falsch war, sieht man ganz gut hier. Hier ist es so, der Andi hat sich einen neuen Rasen gelegt und dementsprechend auch eine neue Rasenkante. Und jetzt ist es so, dass der Regner hier hinten im Beet sitzt. Und man könnte jetzt meinen, dass das nicht großartig dramatisch wäre, ist es auch nicht, aber es ist nicht ideal. Warum? Dieser Regner, da brauchen wir eine Winkeleinstellung von 180 Grad, weil wir müssen die Kante erwischen und wir müssen die Kante erwischen. Also wir müssen beide Kanten erwischen. So, jetzt haben wir hier ein Wacholder und hier haben wir ein Gras. Und ich meine, es liegt ja auf der Hand, ne? Dass wenn wir jetzt hier 180 Grad einstellen, dann ballern wir hier gegen und hier gegen. Und wir erwischen den Rasen da hinten nicht. Und ganz einfach zu beheben ist es jetzt, indem wir den Regner vorsetzen. Klingt, als wenn er wüsste, was er tut. So, jetzt sind wir gerade dabei, hier die Hauptanschlüsse, und zwar ist hier die Hauptzuleitung und die Leitung zu der Bewässerung. Das Ganze wollen wir verändern. Nathan hat gerade 2 Minuten erzählt, was wir gerade machen, und ich habe vergessen aufzunehmen. Passiert. Nathan, es tut mir leid, verzeihst du mir? Ja, ja. So, wir wollen das hier hinten optisch ein bisschen attraktiver machen. Nathan hat vorgeschlagen, dass wir die 2 Leitungen in der Ventilbox, wie genau wollen wir das machen? Ja, es ist hier so, wir haben ja hier eine Verteilung. Hier kommt die Wasserleitung an, die im Geräteschuppen vorne geöffnet werden kann. Und dann ist im Prinzip auf dieser ganzen Armatur Dauerdruck. Das brauchen wir deshalb, weil wir wollen ja, wenn der Wasserhahn auf ist, dass direkt Wasser kommt. So, und das Ganze wollen wir jetzt unterirdisch in eine Ventilbox packen. Und dann ist es letztendlich so, wir haben hier die Leitung, auf der das Wasser kommt. Und darauf machen wir ein T-Stück und setzen da ein Elektromagnetventil. Und dieses Elektromagnetventil ersetzt hier diesen schäbigen Hahn, den man immer von Hand aufmachen muss. Wenn ich den jetzt aufmache, wird der Andi nass. So, damit das alles smart funktioniert, kommt hier, wie gesagt, das Elektromagnetventil rein, wird dann gesteuert von der Hunter Bewässerungssteuerung. Und hier kommt dann ein neuer, schöner Edelstahl-Wasserhahn drauf, der optisch einfach ein bisschen ansprechender ist als jetzt der vorne. Genau, dafür hebe ich jetzt hier die Erde aus. Dann schließen wir hier die ganzen Formstücke an. Und dann kommt die Ventilbox drauf, dann wird hier wieder sauber zugemacht. Und der Wasserhahn kommt dann hier daneben hin. Und es wird dann, wie gesagt, ein schöner Edelstahlwasserhahn. Schön. Weitermachen. Das ist das Magnetventil. Hat ein 1 Zoll Außengewinde auf beiden Seiten. Im Idealfall schließt man es von beiden Seiten mit einer Überwurfverschraubung an. Hat einfach den großen Vorteil, dass wenn wir im Nachhinein das Ventil ändern müssen oder wenn man das repariert oder, also wenn das irgendwie in irgendeiner Art und Weise ausgebaut werden muss,
dann ist es ganz einfach machbar, indem man hier diese Verschraubung öffnet. Und jetzt Achtung, das hier lässt sich jetzt nach hinten drücken und ich kann das hier einfach so rausnehmen. Und das ist der große Vorteil an so einer Überwurfverschraubung. Wenn ich das jetzt fest verschrauben würde an beiden Seiten, dann hätte ich einfach den Vorteil, dass ja nachher alles in der Ventilbox eingebuddelt ist. Dann muss ich die gesamte Ventilbox ausheben, alles abschrauben. Das ist natürlich immer ein bisschen ätzend. Also was wir jetzt gemacht haben, ist Folgendes. Wir hatten ja gesagt, wir haben die eine Leitung, das ist die Druckleitung. Das andere ist die Zuleitung für die Bewässerungseinheiten. Wir haben jetzt beides auf Länge abgeschnitten, haben da jeweils PE-Verschraubungen drauf getan. Und im Prinzip das hier sind jetzt alles die vorher beschriebenen Übergangsverschraubungen. Hier haben wir jetzt unser Hunter Elektromagnetventil. Das bekommt Impuls über den Steuerungscomputer, da laufen 24 Volt drüber. Und dieses Ventil ist dafür zuständig, dass die Bewässerungsanlage nur zu bestimmten Zeiten von selber angeht. Also das in Kombination mit der Steuerungseinheit macht die Gartenbewässerung letztendlich smart. Ja, wir kommen hier mit dem Wasser an, gehen hier auf den einen Strang, das sind dann die Rasenbewässerungseinheiten. Und was wir jetzt hier machen, ist Folgendes. Wir bauen hier jetzt einen flexiblen Druckschlauch. Dieses Material ist dafür ausgelegt, dauerhaft Druck auszuhalten. Und der große Vorteil an diesem Produkt ist, dass wir zum einen diesen Dauerdruck standhalten und zum anderen hochflexibel arbeiten können. Und es ist in dem Sinn angenehm, dass wir hier diese beschriebene Übergangsverschraubung haben. Die schraube ich jetzt hier gerade mal drauf und dann ohne irgendwelche Formstücke direkt auf den Wasserhahn gehen. Den Wasserhahn montieren wir jetzt auf so ein Edelstahlrohr. Da haben wir unten ein 1 Zoll Außengewinde und oben dann ein Winkelstück, wo dann der Wasserhahn, das Kugelauslaufventil draufgeschraubt wird. So, und jetzt kommt gleich der große Vorteil am flexiblen Druckschlauch und zwar bin ich jetzt flexibel in der Montage des Wasserhahns. Ich muss mich vorher nicht auf eine Position festlegen. Ich kann den jetzt runterdrücken, ich kann ihn hochholen, ich kann ihn zur Seite schieben, so wie es dem eitlen Andi am besten passt. Was wir jetzt eben gemacht haben, wir haben die Ventilbox fertig gesetzt in Erde, haben die seitlich mit dem Erdreich verfüllt und auch so ein bisschen mit Hand und Fuß verdichtet. Hier sitzt jetzt das Ventil drin und, der Abzweig für den Wasserhahn. Der Wasserhahn ist fertig gesetzt mit Rohrschellen und Kugelauslaufventil, also der klassische Wasserhahn ist ebenfalls montiert. Ich würde mal sagen, das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus wie vorher. Und was wir natürlich auch gemacht haben, ist in die Ventilbox rein ein Steuerungskabel geführt. Das ist ein Erdkabel, das muss nicht in ein separates Leerrohr gelegt werden, sondern ist direkt fürs Erdreich zugelassen. So, wir kommen jetzt zum zentralen Modul der Bewässerungsanlage und zwar ist es die smarte Bewässerungssteuerung. Wir haben uns jetzt für ein Produkt der Firma Hunter entschieden. Da bin ich voll und ganz von überzeugt. Es gibt unterschiedliche Anbieter am Markt. Der wohl bekannteste im deutschsprachigen Raum ist leider Gardena und deren Produkte. Im Prinzip gibt es dann noch einen weiteren großen Anbieter, das ist die Firma Rainbird, sodass man drei Auswahlmöglichkeiten hat, in den meisten Fällen Hunter, Rainbird und Gardena, wobei man da ganz klar und deutlich sagen muss, dass Rainbird und Hunter da klar die Nase vorne haben. Das sind Produkte, die kommen aus dem Profibereich, sind deshalb unter den Heimwerkern nicht so bekannt. Haben aber eine deutlich höhere Qualität, sind oft gar nicht so viel teurer und zeichnen sich einfach durch eine sehr hohe Langlebigkeit aus und einen hohen Produktkomfort. Das heißt, ich habe wenig Probleme damit, Produkte halten lang und machen mir wenig Stress und sind in der Qualität, das heißt in der letztendlichen Ausführung der Sachen, die sie zu tun haben, deutlich besser. Von daher empfehle ich ganz klar zu den Profiprodukten zu greifen und nicht zu Gardena. Wir haben uns jetzt hier für das Produkt Pro HC entschieden. Das ist ein Outdoor-Gerät.
Das bedeutet, der Trafo ist im Gerät integriert und das Gerät ist mit einer Klappe abdeckbar und abschließbar. Das heißt, es ist geschützt vor Vandalismus. Genau, wir haben hier die Möglichkeit, 6 Stationen drauf zu machen. Das bedeutet 6 Elektromagnetventile. Beim Andi brauchen wir jetzt hier nur einen, weil wir ja nur den Rasen haben. Deshalb bleiben die anderen 5 leer. So, wir haben jetzt das Steuergerät montiert. Das ist der Hunter Pro HC. Hinten dran ist der Empfänger vom Funkregensensor. Der letztendliche Sensor ist oben und der sendet dann das Signal hier an den Empfänger. Und der Empfänger verarbeitet dann das Signal und ist mit dem Computer dann verkabelt. Das heißt, Empfänger muss immer relativ nah an der Steuerungseinheit sein. Die Steuerungseinheit ist wie beschrieben abschließbar. Ich finde, sieht auch relativ edel aus. Und für diejenigen, die es interessiert, hier ist er zu verkabeln. Das ist das Kabel vom Funkregensensor. Und das ist das Steuerungskabel, das dann hier in die Ventilbox geht. Und hier in der Ventilbox haben wir jetzt noch sauber Lavasplit eingefüllt. Das hat einfach den Vorteil, dass die Box dauerhaft sauberer bleibt. Ist einfach so eine optische Sache. Genau. Wasserhahn ist auch soweit fertig. Kriegt, wie gesagt, Dauerdruck. Und damit sind wir soweit, bis auf die Handysteuerung, die jetzt noch nicht konfiguriert ist, fertig. Wir sind jetzt dabei, den letzten der 6 Regner umzusetzen. Das war der extremste hier. Der hat sich hier unter der Erde versteckt. Den lege ich jetzt erstmal mit dem Spaten frei. Und dann kommt eine flexible Leitung mit 16 mm Durchmesser. Kommt dann hier mittels Formstücken dran. Und dann setzen wir den Regner hier vor an die Rasenkante. Und das gilt es jetzt eben vorzuführen an die Rasenkante. Und das machen wir mittels einer flexiblen, das ist ein sogenannter Flexschlauch. Gibt es von Hunter, gibt es von Rainbird, von unterschiedlichen Herstellern. Der ist relativ dickwandig und lässt sich sehr, 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 sehr gut biegen. Also irgendwann knickt er dann schon ab, aber für die Zuleitungen von der Hauptleitung, also von dem Zollschlauch bis vor an die Rasenkante, ist diese Leitung optimal. Was jetzt ganz wichtig ist, ist das, was ich vorher schon erwähnt hatte, dass der Regner auf exakt der Höhe der Rasenkante sitzt. So vermeidet man einfach unnötig, dass der Rasenmäherroboter irgendwas abrasiert. Und auf der anderen Seite sitzt der Regner aber nicht zu tief, dass hier Erde reinschlimmt. Ist nicht schwer, man hält es hier einfach fest, unterstopft den dann mit Erde, presst die gleich so ein bisschen fest und dann sitzt das Ding eigentlich ziemlich exakt auf der gleichen Höhe wie die Rasenkante. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben die Regner nach vorne gesetzt an die Rasenkante und haben die App vom Andi eingestellt. Und das werden wir jetzt zum ersten Mal testen. Es ist nämlich so, dass die Regner final eingestellt werden, erst bei laufendem Betrieb. Und deshalb testen wir jetzt auch gleichzeitig mal die App. So, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Nathan scheint ziemlich optimistisch zu sein. Aber wir sehen. Ich drücke jetzt auf Start. Korrekt? Korrekt. Es kommt kein Wasser. Wieso? Nein. Weil du im Technikhaus noch kein Wasser aufgedreht hast. So, ich drücke jetzt auf Start. Wir hatten die Bewässerung noch nicht am Laufen. Das erste Mal final und wow. Wir haben gesagt. So, der MP-Rotator beginnt immer an der linken Flucht. Wenn ich hinterm Regner stehe, an der linken Flucht an zu regnen. Dort beginnt er mit seinem Strahl und dann geht er einmal im Kreis herum und hört dann am rechten Anschlag auf. Den linken Anschlag stelle ich damit ein, dass ich hier diesen gesamten Aufsteiger in die entsprechende Richtung eindrehe. Die rechte Flucht, indem ich dann das graue Drehrad ein- bzw. auf- bzw. zudrehe. Fertig, Andi. Wir haben es geschafft.
Jetzt müssen wir das Outro nochmal drehen, weil versehentlich das Mikrofon nicht an der Kamera war, sondern irgendwo hinten rumlag und man hat uns einfach nicht verstanden. Ne? Deswegen nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Nathan, dass er mir hier die ganze Anlage installiert hat. Wenn ihr jemanden braucht, der das bei euch zu Hause machen kann und hier aus der Region kommt, ja, dann schreibe ich euch die Kontaktdaten von ihm. Er hat eine eigene Firma, die nichts anderes macht. Die können dann auch das Ganze bei euch zu Hause umsetzen. Ne? Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir hier gezeigt haben, schreibt es in die Kommentare. Wir werden darauf eingehen und so gut es geht weiterhelfen. Dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlässt. Abonniert auch den Kanal, setzt ein Häkchen an die Glocke, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn es wieder ein neues Video gibt. Und ja, das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich echt gefreut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.